Und willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Kann eine Frau nicht in Ruhe trinken? Kann eine Frau nicht in Ruhe trinken? Ja, wenn sie nicht in die Bar geht, dann kann sie nicht in Ruhe trinken. Wenn sie die Folgen schaut hier, kann sie nicht in Ruhe trinken. Wir haben nicht alles durch hier, aber Schauenhelm dürfte so ziemlich fertig sein. Dann habe ich hier noch Kapitän Galina, die wollte uns aber zur nächsten Quest bringen. Nach Aligr, da wollen wir noch nicht hin. Denn der Gebietsleitfaden sagt uns, Junge, da ist ein Verlies. Nicht weit entfernt von dir. Rechts herum musst du gehen. Da rechts herum aber falsch ist und uns nur nach ins Nichts führt, würde ich sagen, müssen wir mal gucken, ob ich richtig ausgerichtet bin. Gehe ich erstmal zur Bank oder nö? Ja, oder doch, oder da, oder doch, oder da. Wie reicht das? Was ist denn das hier? Wo habe ich das denn her? Ja, das reicht schon. Da da da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Gut, hier nach unten lang. Da können wir locker durch und dann rechts über den Hauptausgang, dann rechts rum. Weg mal über Castera Abmacht würde ich jetzt nicht nehmen. Es ist zwar kürzer, aber ich hätte auch eigentlich. Ja, ich hätte auch einen Weg. Theoretisch. Über den mag ich, würde ich mich freuen. Einfach Maus runter, zack, klicken. Wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt hier, dann einfach auf Abonnieren klicken. Und die Glocke nicht vergessen. Dann kriegt ihr alles mit, folgt mir auf Twitter. Da kann euch auch nichts verpasst werden. Kann euch auch nichts verpasst werden. Da könnt ihr euch alles anschauen, da könnt ihr nichts verpassen. So rum war das. Das Gehirn ist mehr mit dem Klicken auf der W-Taste beschäftigt als mit anderen Zeug. Ich gucke auch gerade so ein bisschen. Die Mine von Schattenkamm entdeckt. Aber wer von mir Multitasking erwartet, der ist voll, der ist Ferienplatzer. Ah. Holz. Ei Lili, ei Lili. Wir wollen doch segeln, doch es fehlt uns an Holz oder so ähnlich. Boah, wer das sagen kann, wo das herstammt. Das ist auch ein PC-Spiel. Der ist alt. Mindestens genauso alt wie ich. Aber wer das weiß, das wäre der Hammer. Trolle sind ekelhafte Gegner. Toll! Warum kommst du ihn an? Der Baum geht auf mich los. Toll, unten im Kerker. Trolle haben in allen Spielen, auch hier, sehr starke Resistenzen. Mann, das ist Spiel laut. Ihr seht auch, dass die hier sehr viel aushalten. Üblicherweise haben Trolle auch Regeneration oder dergleichen. Und in vielen Spielen sind sie meistens nur durch. Shit, da ist gerade der Boss gefallen. Das ist blöd. Tja, da kann man nur warten. In vielen Spielen kann man Trolle nur über.
machen. Erstmal das ist kaputt. Fischemin kann man voll nur durch Feuer oder Säure kaputt machen. Vor allem in den Dungeons and Dragons. Es ist halt unschön. In diesem Dungeon war ich doch schon mal. Ich habe einen Dungeon gesehen, der genauso... Jetzt nenne ich das Dungeon. Hey, cool, der Boss ist an. Ich warte mal, bis der Spieler fertig ist. Solidarität nennt sich das. Du musst auf den schießen. Ja, also eh weg. Tja. Wir haben Kluftspitze abgeschlossen. Ne, nicht ganz Kluftspitze. Erster Eintrag. Es hat funktioniert. Indem ich Trollverhalten und Gewohnheiten nachgeahmt habe, scheine ich an das Vertrauen der Trolle in der Mine von Schattenkamm gewonnen zu haben. Obwohl ich immer noch gesund im Abstand bleibe, haben die Trolle mich nicht gesehen, aber nicht angegriffen. Zweiter Eintrag. Ich habe große Fortschritte bei meinem Umgang mit den Trollen gemacht. Ich wage mich tiefer in die Mine hinein, um sie besser beobachten zu können, und inzwischen kann ich mich frei unter ihnen bewegen. Ich hatte recht. Trolle können gesellschaftsfähig werden. Vielleicht werden wir eines Tages sogar friedlich mit ihnen leben. Letzter Eintrag. Ich habe mir endlich das Vertrauen des Trollpatriarchen Grimzahn verdient. Meine Arbeit hier ist getan. Ich wünschte, du wärst hier gewesen, Goturg. Doch wir sehen uns bald in Shornhelm wieder. Ich werde Grimzahn noch eben zum Abschied umarmen und mich dann auf den Weg machen. Oh. Lass mich raten. Achso, das war eine Frau. Na gut, immerhin habe ich dieses Orkische so ein bisschen mitgesprochen. Das ist ganz gut. Ja, das Umarmen war nicht gerade besonders toll. Das ist genauso, als würde man sagen, ich werde zum Abschied diesen Tiger umarmen. Und der Tiger hat Hunger. Das war nebenbei. Man umarmt keine wilden Tiere. Das macht man nicht. Haustiere auch nicht. Gut. Sein ist eine Katze vielleicht. Es kann immer irgendwas passieren, was einem dann nach hinten losgeht und dann ist ruckzuck ein Loch in der Kehle. Oder noch schlimmer. Naja gut, was ist noch schlimmer als ein Loch in der Kehle? Ja gut, Verdammnis. Da oben. Da wäre eine Grube gewesen. Eigentlich müsste ich da noch ein Foto machen von. Ja, aber bitte ohne Flügel. Tja, da hat wohl jemand einen Bekannten oder Familie verloren. Reittiere sind so sinnlos in dem Spiel. Ich habe früher noch was gehalten davon, dass man dieses Unendlichkeitsreiten hatte, ne? Seitdem sie es rausgepatcht haben, interessieren mich Reittiere nicht mehr. Es ist... naja. Die haben ihren Zweck verloren. Für dich. Ach, das ist ja auf der anderen Seite. Oh, da muss ich ja weit laufen.
Oh, wo kommt der Gähne her? Ja, das ist das ewige Laufen. Oh, ich bin heute auch so lange, so früh wach gewesen. Bin schon seit 12 Stunden wach mindestens. Trinkt einen Becher Met mit mir. Wir erheben den Becher auf die, die wir verloren haben. Meine Eltern an den Tod und meine Schwester an ihre verrückten Träume. Eines Tages sterben wir alle. Aber bevor das passiert, können wir uns ruhig noch ein, zwei Becher genehmigen. Ich habe in der Schattenkamine dieses Forschungstagebuch gefunden. Das ist das Tagebuch meiner Schwester. So lieb, aber auch so jung und töricht. Sie war besessen von der Idee, dass man Trolle zu gesellschaftsfähigen Wesen machen kann. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Ich glaube, es wird Zeit für noch einen Krug Met. Danke. Bitte. Abgeschlossen. Gut. Dann wollen wir nochmal gucken, was das Spiel zu bieten hat. Ein Berg. Okay. Bevor wir aber dahin gehen, gehe ich nochmal kurz woanders hin. Das ist nämlich ein super Zeitpunkt, um mal eben das Inventar zu leeren. Dazu gehe ich nicht dahin, sondern... Oh, ich will ja so gern Sommersend. Will ich das? Nee, will ich nicht. Wie komme ich denn auf die Idee? Oh, ich habe gerade den übelsten Brainfuck gehabt. Ich habe gerade Guild Wars und ESO verschmolzen und habe gedacht, dass hier irgendwie meine Lieblingsstelle wird zum Zerstören und Verkaufen. Drachen in eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nur tun? Und der ist immer noch nicht weg, der Brainfuck. Scheiße. Das tut weh. Was? Wie heißt denn der? Ah, shit. Ist wieder weg. Naja, egal. Eigentlich muss ich, glaube ich, nur primär Rezepte verkaufen. Tu ich mal. Steht da eigentlich drin, was ich davon schon kann? Ja, da bekannt. Okay, sehr gut. Langsamer. Lieber zu langsam als zu schnell. Wo kommen die Schlückchen denn her? Hier. Weg damit. Das ist wie ein Gecko hier, ne? Museumsstücke. What the heck? Gut, dann packen wir das andere nochmal hier hin. Vielleicht kann ich da irgendwas analysieren. Tatsache. Nicht schlecht. Mittlerweile super selten, dass ich hier was analysieren kann bei dem Charakter. Ein Wex-Quest. So.
hier auch nochmal nach? Nope. Jupp. 10 Tage. War schon cool, wenn man dann doch mal einen hat. Habe ich irgendwann, so in 20 Jahren, habe ich dann alles frei. Nee, das Holz ist es nicht. Das ist ein bisschen blöd, das Holz da hinten ist. Das hätte super da in die kleine Ecke da gepasst. Dann hätte man, einen tollen Weg da unten gehabt, um das, ja, halt ganz kurz abzukürzen. Nein, man muss hier hoch. Das haben sie nie geändert. Das finde ich mehr ätzend, hier hochzurennen. Knie oben und atmet. Ihr könnt die Daedra nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Und dann geht's hier noch mal rein. Kommt, schließt hier euren Handel an. Nö. Doch nicht. Ah, Schmuck, ein unwichtiges Gegenstand, aber man möchte es ja trotzdem irgendwie mal leveln. Also, probiert's mal. Dann bringt das sogar noch nichts. Dann sammelt man hier Zeug und das kann man gar nicht leveln oder so. Oder analysieren oder irgendwas. Halt Schmuck für ein Bullshit. Nochmal rein. Runen zum Zerstören. So, jetzt werden wir fertig. Ha. 28. Mögen die Monde euch auf eurem Weg leiten, Geweihte. Mögen sie euch in allen Dingen leiten. Ich habe Inventargröße von 28 gerade. Das ist sehr, sehr klein. So, jetzt schaue ich nochmal in die Bank. Die Lektion des göttlichen Körpers. Ob ich da noch irgendwas hab? Auriel weiß, ich bin. So, steht auf Entnehmen. Habe ich davon denn 200 Stück da drin? Das Ding ist ja total sinnfrei hier. Hier hat auch so Zeug drin, wo man dann irgendwelche dummen Events mal teilgenommen hat. Okay, ich habe hier nichts dran. Shit. Naja. Im Zweifel müsste ich dann einmal umlocken. Und dann, ja. Von dem anderen Charakter, der die ganzen Kronenfestmal drin hat und die Pasteten. Ich weiß ganz genau, welcher Charakter der sich gebunkert hat. Muss ich mir das zurückklauen. Ist das zu glauben? Drachen! In eurer eigenen Heimat! Was werdet ihr nur tun? Dieser weiß es nicht, aber er hofft, dass seine Familie in Stromfeste sicher ist. Willkommen! Find's geil. So ein bisschen diskriminierend auch. Alle meine anderen Charaktere dürfen Reittiere leveln, nur mein Necro nicht. Ich will mit euren Kreaturen, mit des Dunklen, nichts zu tun haben.
voll diskriminierend. Seitdem ich ihn zum Vampir gemacht habe, hat er auch offiziell gar keine Lebensregeneration mehr. Die ist einfach weg. Gut, wir haben den Berg gleich gefunden, wo wir hin sollen. Ich glaube, dann hat das noch ein offenes Verlies, aber da ist... ja, sinnfrei ist, im Moment auf jeden Fall Verliese zu machen. Können wir später vielleicht mal abgehen. Ich finde offene Verliese mittlerweile nicht mehr so interessant. Briagafin entdeckt. Da stehen wir auch schon vor. Und hier geht's dann auch beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen.